Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bode von der Fondslounge hier aus Hannover und heute gehe ich mal auf Nachfragen ein bezüglich der Elliott-Wellen und zwar mit einem theoretischen Teil, mit einem Fundamentalteil und mit einem Praxisbeispiel. Das Praxisbeispiel wird die türkische Lira im Vergleich zum US-Dollar sein und der theoretische Teil ist kurze Einführung zu den Elliott-Wellen. Am Beispiel einer Welle 3. Ja, warum mache ich das? Ja, es gab mehrere Nachfragen aus der Telegram-Gruppe und hier federführend vom Sven. Der wollte gern so ein bisschen tiefer einsteigen. Dem komme ich jetzt immer nach, bevor es dann morgen mal für ein paar Tage in Urlaub geht. Und wer dazu mehr erfahren möchte und dann auch zu anderen Tradern. Wir haben eine Telegram-Gruppe, die ist aber in dem Fall mehr im Kryptobereich. Ich packe die trotzdem drunter, weil das hauptsächlich erstmal um den Erfahrungsaustausch ist und dann ist eigentlich wurscht, ob man nun Aktien nimmt oder im Kryptobereich. Das ist dann meines Erachtens egal, weil lernen tut man letztendlich an der Praxis. Ja, gut. Wir sind hier bei den Elliott-Wellen. Entdeckt wurde es von Ralph Nelson. Elliott in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, damals aber noch auf Millimeterpapier. Welch Wunder, Computer waren noch nicht ganz erfunden und damit gab es auch noch keine Chartprogramme. Das heißt, er hat sich mühsam jeden Aktienchart aufgezeichnet auf seiner Veranda und hat dann irgendwann festgestellt: Oh, es gibt bestimmte Muster, die wiederholen sich. Warum wiederholen sich an den Börsen, egal ob man nun Weizen, Energie oder Reis oder Aktien oder auch halt Kryptowährungen handelt, warum wiederholen sich Muster? Ganz einfach, weil die Menschen immer wieder dieselben Fehler machen. Ja, sie sind immer von Emotionen geleitet. Das heißt, es gibt Übertreibungsphasen und dann gibt es natürlich auch depressive Phasen, wo dann so ein Börsencrash relativ viel Geld und Kapital wieder vernichtet, beziehungsweise in andere Taschen umfüllt. Genau, und das funktioniert. Und deswegen ähneln sich die Muster. Und wir nehmen jetzt hier das Hauptmuster, eine Impulswelle oder auch Motivwelle genannt. Die setzt sich aus auf fünf Fraktale zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Die Ungeraden sind im Aufwärtsimpuls natürlich, ja, wir erraten es, aufwärts gerichtet. Das wäre hier Welle 1, 3 und 5. Und jede Aufwärtsbewegung, die 1 wird korrigiert mit einer geraden Zahl als 2 benannt. Und die 3 wird korrigiert mit einer, die 4 benannt ist. Und wenn dieses komplette Impulswelle fertig ist, gibt es eine anschließende Korrekturphase, oftmals A, B, C. Ja, das ist die Standardregel. Gibt natürlich, wie immer, von jeder Regel eine Ausnahme. Aber so ein Fraktal, wenn wir das jetzt auf Monatsebene betrachten, setzt sich natürlich wieder aus Unterfraktalen zusammen. Ja, und wie überraschend, wer bis 5 zählen kann, es kommt wieder 1, 2, 3, 4, 5 zum Vorschein. Und auch hier sind wieder diese Unterfraktale in der jeweiligen Aufwärtsbewegung wieder aus 5 Unterfraktalen zusammengesetzt. Genau, und das kann man von Monatsebene auf Wochenebene, auf Tagesebene, auf Stundenebene bis runter in den Minutenbereich runterbrechen, weil jeder Impuls, so ein Impuls, fängt immer auf der kleinsten Ebene an. Und das ist halt entsprechend im Minutenbereich. Oder wenn man richtig gute Zugänge hat, kriegt man vielleicht auch noch einen Tickchart, wo jede einzelne Bewegung zu sehen ist, was dann aber sehr mühselig ist. Genau, jetzt kommen wir einmal zum fundamentalen Teil. Das wird schnell abgehandelt. Deutschland, Türkei sind ja eng verbandelt. Es gibt aber doch den einen oder anderen Unterschied, und zwar in der Größe. Die Türkei ist mehr als doppelt so groß. Einwohnerzahl ist fast identisch. Hauptnationalität ist fast identisch. Mit 80% Deutschen, beziehungsweise in der Türkei natürlich Türken. Die nächstgrößere Minderheit sind dann in der Türkei die Kurden, im Osten der Republik und in Deutschland sind es sogar die größte Minderheit, die Türken oder türkischstämmigen. Genau, Bevölkerungsstruktur, ja, die ist fast spiegelbildlich. Türkei ist sehr jung, währenddessen wir hier
keine Pyramide mehr haben, sondern eher eine umgedrehte Pyramide. Wir haben sehr viele Alte und die Babyboomer kommen jetzt in diese Rentenphase. Und das wird herausfordernd für Deutschland, währenddessen die Türkei aktuell natürlich auch Herausforderungen hat, aber unter anderen Gesichtspunkten. Bruttoinlandsprodukt, ja, da ist natürlich Deutschland Weltspitze, und natürlich deutlich besser, aber die Türkei wird aufholen. Arbeitskräfte hat Deutschland noch deutlich mehr, klar, hier sind ja auch 40% der Leute noch unter 25. Ja, Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Staatsverschuldung im Vergleich zu Deutschland nur halb so groß, aber Inflationsrate bei über 11%, Tendenz steigend. Und hier externe Verschuldung zum BIP, weil die alleine Zahl ist ja irrelevant, ja, weil die sind ja unterschiedlich groß, ist die externe Verschuldung, welche Überraschung, deutlich geringer als in Deutschland. Ja, nur 51% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Türkei müsste ein halbes Jahr arbeiten, um ihre Schulden, also nichts essen, nichts trinken, sondern nur arbeiten und nicht schlafen, um ihre Auslandsverschuldung zu bezahlen, weil die sind nämlich meistens in US-Dollar. Und das kann natürlich bei einer starken Abwertung irgendwann zu einem Problem werden, weil natürlich, wenn es auf US-Dollar ist, auch US-Dollar gezahlt werden müssen und nicht Lira. Und natürlich auch die Zinsen in US-Dollar gezahlt werden müssen. Währenddessen wir aktuell als sicherer Hafen, zumindest in Europa und innerhalb der Eurozone, ist ja Deutschland, fließt ja das Geld seit 10 Jahren nach Deutschland seit der Finanzkrise. Vorher ist es nur rausgeflossen, jetzt wollen alle Sicherheit. Und das sieht man natürlich dann hier auch an den Zinssätzen. Ja, die Türkei, das Vertrauen ist sehr gering. Ja, selbst die eigenen Geschäftsleute tauschen teilweise täglich schon ihre Tageseinnahmen in Euro und US-Dollar, weil am nächsten Tag die Währung schon wieder abgewertet hat. Und ist das Vertrauen einmal verloren, kommt es auch in der Regel nicht ganz so schnell zurück. Zumindest wenn immer noch dieselben Leute an der Führungsspitze sind. Genau, soweit kurz und knapp. Kleiner Einschub hier: Inflationsrate. Inflationsrate wird ja immer gesagt, es liegt hauptsächlich am Gelddrucken. Nein, dem ist gar nicht so, sondern Inflationsrate hat hauptsächlich erstmal was mit Vertrauen in die eigene Regierung bzw. in die jeweilige Währungspolitik zu tun. Deswegen hat Deutschland auch eine relativ geringe Inflationsrate. Und wenn wir uns, Deutschland hat ja auch schon viele Währungsreformen hinter sich, ja, in den letzten über 100 Jahren. Dann kamen Währungsreformen immer, wenn das Vertrauen in die Regierung verloren gegangen ist. Ja, und dann sind natürlich auch die Inflationsraten gestiegen bis zu einer Hyperinflation. Ja, aber das ist immer Vertrauensschwund in die eigene Regierung. Aktuell ist die noch ganz okay, wird sich sicherlich auch noch ändern in der nächsten Zeit. So, jetzt haben wir die Theorie, kurze Einführung, wir haben kurze Fundamentaldaten, Einführung und jetzt im nächsten Video gehen wir dann im Videoteil 2 in die Praxis, ins Eingemachte. Seid gespannt, und wir sehen uns gleich wieder.